Servus Leute, mein Name ist Paul Unterhalter und ich bin heute mit Trimax und Chef Strobel im Gym. Die haben beide gerade ihre Challenge laufen, ihre Abnehm-Challenge, wo die einiges runterwerfen wollen und müssen dann zum Schluss auf einer Bühne sich präsentieren. Ich dachte mir, ich schnapp die beiden heute, ich bin auf Bodybuilding-Wettkampf.de, zeig den Jungs ein paar Posen und schau, wie sie sich so machen. Geil. Bin gespannt. Perfekt. Direkt vom Experten. Ich mache jetzt erstmal alle Posen einmal durch. Ja. Damit man so generell das Gefühl kriegt, was es alles gibt und dann schauen wir, welche dann wirklich auch sinnvoll sind und die beiden nachmachen können. Digga, was sind das für Schenkel? Das ist gesteuert. Holy shit. Das ist halt wichtig, dass wirklich halt immer der ganze Körper angespannt ist. Das heißt, du musst Beine anspannen, Oberkörper anspannen und den ganzen Körper eigentlich auf Spannung halten. Grundpose. Also Line-Up, nicht Grundpose. So, dreht man sich seitlich, spannt Arsch und Beine an. Digga, holy shit. Digga. Wie oft machst du das? Das übe ich dann jeden Tag, sage ich mal. Auf der Bühne muss man natürlich ohne Zittern stehen. Ja. Natürlich halt souverän. Körperfett hast du 8%? Ich würde gerade sagen, knapp 10, vielleicht ein bisschen drunter. Ja. Aber ich muss auf jeden Fall noch so 3, 4 Kilo runter. Die Oberschenkel sind eigentlich das Krasseste. Ich finde das krass, mal echt zu sehen. Ich habe ja schon auf Bildern gesehen und Videos. Aber wenn du vorher stehst, ist das eigentlich auch immer riesig, ne? Geil. Das ist dann Let's Build. Das kann man aus dem Körper rausholen. Ja, ne? Das ist krass. Dafür macht man das. Echt einmal Unterschied, ne? Krass. Aber auch bei den meisten Brüdern auch mit Oberschenkel. Ich finde das so krank. Also dicke Beinsamen ist ja doch, sag ich mal, außergewöhnlicher für die. Ja. Meisten werden einfach scheiße oder beim Treten. Ja. Ja, okay. Dann jetzt nochmal die Bauchpose. Extra für Max. Kann man auch so machen. Ja. Aber aus Muskula kann man entweder so, so oder auch so machen. So. Das letzte ist ein krasses Nord. Danke. Das nehmen wir. Ich zieh mal die Hose an. Also Leute, das müssen wir alles können beim Finale. So ist es. Keine Ahnung, wie das ein Hugo noch lernen möchte. Das, was also bei den ersten Bildern standen wir nur so da. Achso, ich dachte. Bei der ersten Fitness Challenge. Bei der ersten Fitness Challenge haben wir damals auch schon Most Muskula gemacht, okay. Für Bizeps. Auch Blood Spread und dann nochmal das mit dem Umgang. Und auch das Trizeps-Ding von der 3, das weiß ich noch, weil die habe ich einfach nicht hingekriegt. Wir haben die Standardsachen gemacht. Okay, also wahrscheinlich bei den Formbildern habt ihr euch ja auch normal hingestellt. Ja. Da macht es auf jeden Fall Sinn, die Pose eben, wie ich gesagt habe, von vorne einmal von der Seite zu machen, dass man vielleicht auch den Unterschied sieht, was Bauch angeht. Und dann würde ich eigentlich eh fast alles mitnehmen. Auch so, wie gesagt, dass die Bauchpose muss man sich doppelt machen. Der Most Muscular kann man machen. Wenn man confident ist. Den kriegt man einfach hin, oder? Ja. Okay, gut. Ich würde sagen, stell dich einfach mal nebeneinander. Okay, dann starten wir mit Line-Up. Das ist im Prinzip von vorne. Sag mal immer Front-Line-Up. Das Wichtige ist hier, versuchen den Brustkorb hochzuheben. Ja, genau. Die Arme kommen hier runter. Bei dir kommt der Lat auf jeden Fall schon gut raus. Bei dir auch schön. Super. Und dann, wenn der jetzt noch geht, leicht in die Knie gehen. Ja, und versuchen den Oberschenkel auch anzuspannen. Okay. Genau. Das sieht bei beiden aber schon mal gut aus. Auch Chef Strobel hat eine gute Genetik. Das sieht fast aus wie ein Dorito-Chef. Bei dir kommt aber der Oberkörper auch sehr schön. Der Brustkorb ist gut massiv. Ja. Genau, du hältst es auch gut ohne Zittern. Jetzt einmal drehen. Nach rechts einmal weiter drehen. Jetzt ist es ein bisschen trickier. Jetzt nimmst du den linken Arm hier nach hinten. Sollte genau hinter den Arsch sein. Man dreht sich leicht ein. Ja. Jetzt versuchst du, in den Arm, wo der Arm hinten ist, leicht reinzupanschen. Ja. Und der Arm kommt auch wieder runter nach vorne. Ah, okay. Du musst auch anspannen. Genau, du musst auch wieder ein bisschen. Die rechte Brust anspannt. Ja, du bist ein bisschen zu weit eingedrückt. Das ist Arsch anstrengend zu halten. Du musst auch Beine zusammenstellen. Genau, und auch Arsch anspannen. Den Arm immer in den Arsch. Ne? Kannst auch ein bisschen so dich vorkippen. Ja. Oh ja. Das ist richtig krank. Das ist ja voll nach dem Training. Nach dem Training, das andere ist ja hart. Okay, das war von der anderen Seite. Ja, jetzt noch von hinten. Von hinten ist es gleich wie von vorne im Prinzip. Da nicht vergessen, die Beine anzuspannen oder warten. Ja, beim Max kommt der Lat gut raus. Ja, genau. Arme runter. Das ist so, wie kann das so anstrengend sein? Man spannt das doch nur an, man hat doch keine Übung. Ich kann ja gar nicht atmen. Aber die Pose stehst du sehr gut. Wie ist das so anstrengend? Man spannt das nur an. Ja, ja. Aber man hat den ganzen Körper, ne? Beine zusammen, leicht nach vorne, eindrehen ein bisschen, den nach hinten. Brust hoch. Brust hoch. Arm ein bisschen vor. Alter, die kommt echt gut von der Seite. Kannst du noch ein bisschen drehen? Andersrum zu mir. Ja. Arm ein bisschen nach hinten noch. Den Arm ein bisschen zu einlegen. Ja. Am besten schau dir in die Richtung. Max macht schon richtig. Ja, das sieht bei beiden schon gut aus. Jetzt nochmal nach vorne drehen. Und jetzt, nochmal nach vorne. Jetzt kommen wir mit den, ist ja bisher nur das Bein. Grundposen. Okay. Genau. Jetzt kommen die Doppelbizeps. Ja. Ja. Arme nach oben. Fangen wir noch gar nicht so stark an. Okay. So hoch. Den Arm so eindrehen. So? Ja. Okay. Damit er noch kürzer ist, ja. Ja, genau.
Ja? Jetzt versucht er auch beide so wie vorher beim Line-Up auch den Lat ein bisschen rauszuholen. Ja, okay. Und dann, so ist gut. Und dann jetzt noch leicht mit Knie und beide anspannen. Ja, kommt gut dabei. Ja, jetzt Lat Spread, Arme in die Hüfte. Atmest du dabei? Ja, musst du ja. Ja, durch die Nase. Oder man hält die Luft an. Ja, ja, ja. Aber es ist halt hart. Lat Spread? Ja, das heißt die Beine auch wieder stabil, so, leicht ja. In die Knie anspannen, Hände in die Hüfte und dann im Prinzip versuchen rauszudrücken. Den Lat rausdrücken. Ja. Das ist mir das mal von vorne. Und versuchen mit dem Schulterblatt nicht einzufallen, sondern wirklich oben zu bleiben. Mach es zum Start so, genau wie ihr am Anfang gemacht habt. Nochmal das Line-Up und dann im Prinzip die Hände einfach an die Hüfte. Mach die Hände mal nicht ganz so breit, sondern wirklich nur so als kleine Fläche. Daumen, ja. So. Und jetzt versuchen wir mal. So. Ja, das sieht ja gar nicht. Genau, den Lat dann rauszuziehen. Das fühlt sich an wie eine übertriebene Rückenübung, wo ich nichts gemacht habe, außer Anspannung. Ich hätte mal keinen Lat größer machen, wenn man nicht die Hüfte berührt. Oder warum berührt man die Hüfte mit den Händen? Einfach nur, wenn Lat ja so größer macht, wenn man dann so macht, dann wird der schmaler wird. Okay. Wenn du hier leicht reindrückst, wird das noch schmaler. Ah, okay, man drückt so ein bisschen. Okay. Und es hilft einfach so ein bisschen den. Es geht wirklich die Differenz Teil zu Oberkörper, ne? Ja. Ich habe eine 110er Hüftumfang mit hier ist der Knochen, hier, das ist ja dann schlecht, oder? Aber das Gute ist, bei dir kommt es von der Seite halt gut zum Beispiel, weil okay. Du hast eine breite Brust ja. Und dann wirkt die Teile nicht so schmal. Okay. Vorne hast du auf jeden Fall einen Nachteil im Vergleich zu Leuten, ja. Die den schmaleren Teil ja. Haben. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Mach du nochmal. Aber die Pose macht man überwiegend von hinten dann, ne? Wenn man den Lat sieht, oder? Mach mal beide. Das soll man von vorne auch erzählen. Und da kommt er jetzt schon besser raus. Schon besser, ja. Aber man braucht so viel Lat, dass man den von vorne sieht. Die Jungs waren jetzt übrigens bei der Challenge auch selbst von ihr dann ausgeschaltet. Also die hatten nur das Beste vom Besten. Bei mir gab es jetzt im Training auch davor das Aminus, die neuen. Und natürlich auch ein bisschen Malto für Kohlenratte. Und könnte ich mir jetzt nach dem Training auch nochmal einen Shake. Mit natürlich Rice Pudding ist immer am Start. Und jetzt gibt es eine Aktion. 20% könnt ihr auf alles sparen. Also auf jeden Fall im Shop vorbei schon. Gilt nur noch bis nächsten Mittwoch. Also unbedingt mit Code Paul maximal sparen. Produkte abchecken und ja, reinhauen. Wie geht dies? So ein bisschen ähnlich wie wir da, schon hatten, da gehst du mit dem einen Fuß. Ah ja, leicht. Ja. Genau. Du verlagerst dein Gewicht aufs rechte Bein. Ja. Und dann Griff in der Wade. Ja. Genau. Schiebst im Prinzip das linke Bein an den rechtes ran. Das soll hier wirklich dran sein, damit hier der Oberschenkel auch ein bisschen rauskommt. Ja, gut. Und dann nimmst du deinen Arm am Handgelenk und versuchst die Brust auch hochzudrücken. Wie weit? Ja, das ist auch gut aus. Du kannst auch den Arm ein bisschen mehr nach hinten schieben. Das ist auch gut, weil du schließt hier die Lücke. Das ist immer wichtig, genauso bei dir, dass ihr die Lücke hier schließt, damit es wenig Fläche übrig ist. Und die sind bei beiden sehr gut aus. Dasselbe bleibt in der gleichen Pose. Das ist jetzt Trizeps. Das heißt, ihr drückt, hat denselben Arm in der Hand und streckt den Arm einfach durch. Und zieht den hinten hinterm Körper. Und dann versuchen trotzdem Bauch anzuspannen, einzuziehen, zu atmen. Du kannst dich noch ein bisschen hier eindrehen. Versuchen wir mehr am Handgelenk zu machen. Das ist die beschissenste Pose. Bei der Pose darf man wirklich gar keinen Bauch haben. Ja, der hängt schnell raus. Der hängt da ganz schnell raus. Das heißt, jetzt stell dir ein Bein nach hinten, egal ob links oder rechts, was euch lieber ist. Warum? Damit im Prinzip das Knie leicht dann auszuschieben. Das ist. Leicht den Fuß drehen. Genau. Das Bein ist angewinkelt, leicht. Das ist angewinkelt. Ja. Stellst du weiter nach hinten, leicht das Knie nach außen drehen und dann kannst du im Prinzip besser den Beinburger und den Po anspannen. Ja, okay. Po auch noch. Klasse. Genau. Das am besten leicht auf die Zehenspitzen hier. Schäft noch die Arme ein bisschen nach vorne, damit du im Prinzip mehr. Ja, genau. Und jetzt leicht nach hinten lehnen. Will man hier den Rücken so weit wie es geht anspannen? Nee, du sollst ihn schon aufmachen. Ja, genau so. So ist gut. Das sieht gut aus auf jeden Fall. Dann Beinbeuger, Po, alles fest. Ja, du wirst noch ein paar Mal üben, bevor es so weit ist. Ja, ja. Let's Spread ist es noch von hinten. Hände in die Hüfte. Ja, das sieht gut aus. Ja, das ist auf jeden Fall auch die Schwierigkeit generell sowieso von vielen bei Let's Spread, wirklich den Lat halt rauszukriegen. Das ist schon bei der ersten Finale. Das ist halt wirklich schwer. Das ist schon beim ersten Finale. Ja, ja. Wenn du die Schulter hier vorne hattest. Ja. Also, okay. Das kann ich bis heute auch nicht perfekt. Das ist halt bei manchen so, dass die einfach Schwierigkeiten damit haben. Aber Max kommt den aber gut raus auf jeden Fall. Weil da ist der Rücken auch schön flach, eine Ebene. Jetzt kommt im Prinzip theoretisch die Bauchpose. Und sonst muss es für mich. Sonst muss es wenn es nach vorne geht. Genau. Gibt es da was zu beachten? Stellen wir normalerweise entweder ein Bein vor oder beide Beine auf einer Seite. Normalerweise kommt ein Bein vor, das spannt man dann durch, macht dann so zum Beispiel. Die Arme sollen nicht den Bauch verdecken. Das heißt, du willst schauen, dass der Arm ja genau, eher hier unten ist. So? Ja. Unterm Bauch sogar noch? Bisschen tiefer? Ja, genau. Tiefer. Krass. Legt euch gar nicht so weit nach vorne. Ja, genau. Ach so, ganz weit vor. Ja. Tiefer wieder, Bauch nicht verdecken, ein bisschen höher genug. Aber wenn man die soll man die überkreuzen, kann man die auch einfach so machen? Kannst du auch so machen, aber überkreuzen sieht eigentlich ein bisschen besser aus. Okay. Wir können nochmal versuchen, jetzt beide stehen zu bleiben. Ja. Mach die Beine mal normal, gerade, ein bisschen leicht in die Knie. Ja. Und mach mal die Arme so zusammen. Die passt bei dir zum Beispiel gut, bei dir kommt es aber auch gut. Ja, mit zusammendrücken, dass die Brust kommt und Trizeps, ne? Ja, genau. Okay. Da auch den Oberkörper aufrichten. Wieder auf, auch wieder Latte drauf ein bisschen? Ja. Das kommt aber gut mit dir. Du darfst halt nicht vergessen, wirklich die Beine.
Ja, stimmt, ich stehe einfach so völlig locker da. Das ist aber auch das. Das passiert in normalen Bodybuilding auf der Bühne auch, dass halt dann die Beine nicht angespannt sind. Stimmt. Waren das alle? Ja, das waren alle. Okay. Ja. Krass. Wie war das jetzt? Man dreht sich halt einmal. Müssen 10 sein, oder? 10, 11. 10, 11. Ja. Ich sag, das kriegen wir hin. Wenn jeder einen Crashkurs kriegt, ist auch lustig, wenn es einer auf der Bühne voll verkackt macht einen Latt-Spread und man sieht den Latt nicht oder so. Mal gucken. Also, wie gesagt, das passiert auch bei normalen Bodybuilding-Bühnen. Das ist halt teilweise die Ansage. Leute, nimmt das auch mit Humor. Bisschen Motivation, ein bisschen Humor geht beides zusammen. Aber ich sage immer so, wenn es niemand davor schon noch gemacht hat und ihr kriegt die Pose schon gut hin, umso besser für euch. Safe. Also, Scope müsste es normalerweise auch so halbwegs hinkriegen. Der kriegt das hin, der kriegt das hin. Ja. In Scope und Spendi, wenn das hinkriegen. Aber wenn ihr wirklich so Bodybuilding-Posen macht, die kamen bei euch beiden auf jeden Fall schon gut. Okay, und da ist halt immer so, dass jeder seine Stärken hat. Also du hast zum Beispiel einen Latus rausbekommen, bei dir kam die Muskulatur sehr gut und die Side-Chest auch. Da ist man noch mehr motiviert. Wenn man noch mehr Fett runter bist, so weit ist es ja schon 2 Wochen so. Ja. Je mehr jetzt runter ist, desto mehr sieht man da. Stimmt. Wenn die letzte Woche nochmal so richtig crashen. Ja, schon richtig doll runter nochmal. Gar keine Kohlenrate mehr. 3 Kilo runter wäre noch geil. Dann hätte ich, glaube ich, genau 10 Kilo abgenommen. Nur vom Gewicht wahrscheinlich noch mehr Fett. Ich sage mal so, bei unserer Größe, du bist eigentlich auch recht groß. Ja. Sind 3 Kilo eigentlich in 2 Wochen machbar? Ja, das funktioniert. Ja. Okay, geil. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall einen guten Eindruck bekommen. Die Jungs haben sich auf jeden Fall gut geschlagen. Also es gibt, würde ich sagen, Bodybuilder, die es schlechter hinkriegen. Ja, auch für den Zeitraum sind wir mega happy. Ja, richtig cool. Also ich bin gespannt. In 2 Wochen sehen wir uns auf der Bühne. Oh ja, da sitzt in der Jury, stimmt. Die meinen doch, vielleicht nehmen sie auch Farbe, aber das wahrscheinlich eher nicht. Also die kriegen auf jeden Fall Glanz. Das wird sogar auf einer Bodybuilding-Bühne stattfinden. Schön Glanz, mit guten schön geiles Licht, geile Bühne. Alles live, das ist der Plan. 17.8. Geil. Wo findet statt? In Köln, weil die meisten sind da schon. Das ist natürlich krass, wenn da auch sind das Zuschauer dort? Ach stimmt, ich weiß gar nicht, wie das war. Für ein bisschen Stimmung, ne? Wäre geil, wenn selbst wenn nur 5 Leute da ein bisschen klatschen und sowas, ne? Mir überlegt, ich nehme das nochmal auf. Da würden sich auch 100 Leute kommen oder so. Ja, die würden sich mega freuen, klar, das ist klasse. Okay, geil, vielen Dank. Gerne. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das dann bei denen in 2 Wochen aussieht, weil jetzt, wie gesagt, 2 Wochen haben sie noch Zeit. Da kann schon ein bisschen was noch runtergehen. Und vor allem, wie das dann nackt neben den anderen Leuten aussieht, weil es sind ja im Prinzip mehrere Teilnehmer. Meinte schon Trimax, dass der eine oder andere wahrscheinlich vielleicht sogar mit Sixpack da stehen könnte. Also mal sehen, wie wir da bewerten, wie die Jungs da alle aussehen. Ich freue mich drauf. Ich sage jetzt erstmal danke. Danke euch an dich. Ey, vielen Dank für das Spaß. Jetzt gehen wir für die Posen. Der Chef versteckt sich ja. Danke an dich. Danke für die ganzen Tipps. War sehr, sehr, wieder sehr, sehr geil. Also die beiden Jungs sehen auf jeden Fall gut aus und ich glaube, das hat auf jeden Fall Zukunft, wenn sie weiter durchziehen. Geil. Und ich bin gespannt drauf. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt ihr vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, bye bye.